schönen guten Samstagnachmittag für alle, die live gerade zuschauen. Lass mich mal ein bisschen bequem es hier machen, denn ihr seht es draußen, ich habe das Fenster aufgemacht, ja, auf der Straße fahren die Autos entlang. Die sollen uns nicht dabei stören, denn wir haben hier wieder eine Folge des Gedankensprungs des Podcasts, zumindest zum Teil live auf twitch.tv/mp-de und dann im Anschluss auf cracks-rpgheaven.de. Meine digitale Butze ist gut aufgewärmt, denn ich will heute über Deadpool sprechen. Deadpool nicht speziell als Comic-Charakter, weil ich habe es ja schon des Öfteren gesagt, ich bin nicht so drin in diesen ganzen Comicbüchern und Superhelden-Gazetten und alles, sondern für mich sind das Filmhelden. Ich gucke mir eher die Filme an. Und ja, da habe ich den Kinofilm gestern sehen können, gemeinsam mit Kollege Iset, wo wir uns ja schon ein bisschen darüber ausführlich unterhalten haben. Und ja, jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt kann ich ein klein bisschen was darüber erzählen. Wie ich schon ausgeführt habe, Deadpool als Charakter, ich habe mich ein bisschen mit dem beschäftigt. Ich habe auch das Spiel, was ja vor einiger Zeit rausgekommen ist, mittlerweile auch für PS4 und sonst was, erhält ich aber damals schon auf Steam geholt. Mit dem Charakter bin ich so ein bisschen vertraut, ohne den jetzt aber groß gekannt zu haben. Also ich habe keine Comics gelesen und ich weiß nicht so die Backstory, was es angeht. Alles, was ich jetzt primär weiß, ist aus dem Film jetzt hier heraus. Ein Charakter, der Wade Wilson heißt, ursprünglich wie er in den Comics gemacht wurde, unter anderem Design von Rob Liefeld. Das ist ja dieser, oder sagt man Liefeld oder sagt man Liefeld? Den habe ich auch so irgendwie im Auge gehabt. Das ist ja der, der immer so diese ganz komischen, kruden Zeichnungen macht und dieses ganz abgedrehte 90er-Design, wie wir mit Deadpool-Charakter hatten, oder wie ist der andere, Lobo irgendwie, der ausschaut wie ein großer, muskelbepackter Super-Indianer, der alles kaputt haut. Also zumindest hatte ich da den Eindruck, dass so funktioniert. Von dem hier designt in den 90ern und von einem anderen Kollegen dann mit Texten versehen, war so eine Art wohl, ja, selbstreferenzielle Parodie auf das Superhelden-Genre. Also nicht in der Form, wie es zum Beispiel dann Alan Moore gemacht hat mit den Watchmen, was ja auch nicht eine Parodie, aber quasi eine Dekonstruktion des Superhelden-Genres war. Und ich habe damals auch, als kurz bevor der Kinofilm rauskam, auch Watchmen gelesen, mir nochmal angeguckt und mich darüber schlau gemacht. Das ist ein bisschen so eine andere Art gewesen. Als Deadpool in den 90ern aufkam, war es so ein bisschen so der Konterpunkt gegenüber der Over-the-top-Ernsthaftigkeit, die im Genre geherrscht hat. Und Deadpool als Figur ist eben dieser Wade Wilson, der eigentlich ein, ja, Sprücheklopfer, schlechthin ist, ich weiß nicht, was ist sein offizieller Beruf, ist er Kopfgeldjäger, ist er irgendwie sowas, da bin ich mir nicht sicher, aber er ist irgendwie so ein Hardcore-Sprücheklopfer und der bekommt Krebs. Der bekommt nicht nur Krebs, der bekommt Superkrebs und ist kurz davor zu sterben und stellt sich einer experimentellen Behandlung aus. Und diese experimentelle Behandlung verleiht ihm super Heilkräfte, ein bisschen so wie Wolverine die Dinger hat. Der hat doch Heilkräfte, ne? Stimmt ja, ne? Sonst, weil die Klauen gehen rein und dann heilt er wieder und so weiter. Aber diese Heilung wurde dadurch bewerkstelligt, dass seine Zellen angefangen haben zu mutieren und alles angreifen an Gewebe, was da ist. Und natürlich Krebs wird weggeheilt, aber auch sein gutes Aussehen, denn dadurch, dass er am Mutieren ist die ganze Zeit, sieht sein Körper aus, nachdem er ein heißer Typ vorher anscheinend war, aus wie ein Haufen Kacke. Also, oder so ein bisschen zumindest, als ob er irgendwie ein Brandopfer gewesen ist und da kann natürlich nichts mehr mit seinem alten Leben da sein und deshalb hat er sich den Deadpool-Anzug, die Persona, dann drüber gepackt, damit ja die Leute nicht sein Gesicht sehen müssen und er sein Gesicht nicht zeigen muss und haut die Bösen kaputt. Anscheinend. Also das ist jetzt, wie gesagt, meine Kenntnis vom Charakter. Was in den Comics wohl gemacht wurde, ist, dass da die vierte Wand durchbrochen wurde die ganze Zeit. The fourth wall, wie man auf Englisch sagt. Ich hoffe, vierte Wand müsste eigentlich der richtige deutsche Ausdruck sein. Das bedeutet also, wenn ein Charakter aus einem Medienwerk, ob es jetzt so ein Film ist oder ein Spiel oder ein Comicbuch, seine Ebene verlässt, also die Realität der Comicwelt verlässt und sich dann direkt zum Zuschauer wendet und mit dem dann spricht. Und das ist so ein Element, was Deadpool dann richtig in den Comics wohl herausgestellt hat, dass er einfach mal anhält und er sagt, ha, Moment, ich rede mal mit euch kurz, Zuschauer, weil das und das und das und das. Also das sich Deadpool als Charakter wohl bewusst ist. Ah ja, und da, Kollege Iset sagt korrekt im Chat, also hoffentlich, ich habe nicht so viel Schwachsinn dann erzählt, aber ich, das ist das, was ich mir zumindest raus zusammenreimen kann, daraus setzen kann. Er hat der Charakter immer die vierte Wand durchbrochen und dadurch ist immer, ja, die Möglichkeit gewesen, sehr viel Spaß anscheinend mit diesem Charakter dann zu machen. Sobald er einmal festgelegt wurde, okay, das ist ein Sprücheklopfer, das ist jemand, der in der Popkultur der 70er, 80er, 90er festhängt, also Zitate und Referenzen ohne Ende daraus packt und sehr, sehr großes Comedy-Potenzial hat, nicht nur,
durch das Sprücheklopfen, nicht nur durch das Brechen der Fourth Wall, sondern auch dadurch, dass er dann so ganz große Heilkräfte eben hat, dass die auch wirklich mal Schindluder da machen können, dass er sagt, aus Gag hackt er sich einen Arm ab und dann wächst ein neuer nach und so weiter. Also da wohl viele Leute dann oder viel Zeug damit rausgenommen werden kann. Als Comicbuchcharakter hat er wohl so gut funktioniert, dass schon länger in Planung war, dass ein Kinofilm kommt und anscheinend war wohl ein Kinofilm sogar schon seit über 12, 13 Jahren in Entwicklung. Ja, es gab schon frühe Drehbücher, es wurde schon Screen-Testings gemacht, es wurde versucht, dieses Projekt parallel zu dem ganzen Aufkommen der Superheldenfilme, und es ist ja spätestens seit Ende der 90er, wo dann immer mehr und mehr und mehr dann gekommen ist, in den 2000ern ja auch richtig ausgeartet, wo wir auf einmal dann unsere Batmans, unsere Fantastic Fours, unseres dies, unseres jenes, unseres alles da hatten. In dem Umfeld sollte es entstehen, aber anscheinend, so wie Fans das gesagt haben, mit den alten Drehbüchern, die dann gezeigt wurden, auch wie die Industrie so da war, so einen richtig authentischen Deadpool-Film hätte man wohl nicht machen können, weil A, wenn du da viel Budget dahinter machst, damit es auch sicher gehen, dass da möglichst viele Leute dann dabei zuschauen, und Deadpool mit seinem kruden Humor, mit dem doch recht hohen Splattergehalt, den die Geschichten, die mit dem erzählt werden kann, die beinhalten. Dann müsste der Film so ein sogenanntes A-Rating haben, also R als Altersfreigabe oder vergleichbar mit dem deutschen ab 18 eigentlich. Das ist so die spezielle Altersklasse in den USA. Wenn da die Filme ins Kino kommen, bekommen sie viel bei uns so ein FSK-Rating. Also da ist es ein, ich weiß nicht, MSR irgendwas. Ne, ich muss mal gucken, wie die Ratingagentur da heißt. Aber wenn Filme, die gerade im Superheldenlager sind, im Kino da rauskommen, müssen, oder das haben sich die Filmfirmen zumindest so auferlegt, dann sollten sie bitte PG-13 sein. PG-13 ist die Altersklasse, dass man ab 13 sozusagen rein kann. Und das PG davon bedeutet, dass man im besten Fall mit den Eltern dann mit dabei ist. Und das heißt, bei so einer Altersklasse kannst du nicht so viel Splatter da reinpacken. Ich glaube, dir ist erlaubt, dass du einmal das Wort Fuck sagst. Ja, das darfst du einmal bei PG-13 machen, aber es darf nicht im sexuellen Kontext sein. Also nicht Fuck that bitch, sondern einfach Ach fuck, verdammt doch mal. Einmal darfst du das sagen. Wenn du darüber hinausgehst und wenn du auf diese Regeln dann nicht darauf achtest, wenn da sogar sexuell explizite Sachen und nackte Brüste oder sonst was zu sehen ist, dann bekommst du mindestens ein R-Rating, also dass die Grenze von 13 auf 17 angehoben wird. Und 17 bedeutet da auch nicht, dass man ab 17 erst ins Kino darf, sondern ab 17 darfst du alleine ins Kino. Wenn du jünger bist, musst du in Begleitung deiner Eltern dort rein. Das schränkt anscheinend die Filmfirmen so richtig ein, wenn man die entsprechend das hohe Budget für so einen Superheldenfilm da zusammenbaut und sagt, nee, ach, dann lass uns lieber auf Nummer sicher gehen, dann mach mal ein bisschen weniger Splatter und keine anzüglichen Witzchen und keine Sexgeschichten rein und keine nackten Tatsachen, und ja, da müssen wir auch die krude Aussprache ein bisschen runterdrehen. Da kriegen wir das kleinere Rating, und da kommen potenziell viel mehr Kinder vorbei, die ja auch auf Superhelden hauptsächlich stehen, und da machen wir schön viel Reibach damit. Und das war so ein bisschen der Gedankengang, der wohl hinter dem Deadpool-Film stand, und ich habe es immer am Rande ein bisschen mitbekommen, aber die Deadpool-Fans sind in den letzten Jahren auf die Barrikaden gegangen, haben gesagt, hey Leute, ihr könnt es ja nicht sagen, also wenn jetzt ein richtiger Deadpool-Film kommen soll, ne, und da ein einigermaßen vernünftiges Budget dann dahinter steht, dann wird das nur eine weichgespülte Pipifax-Variante. Und das wird es nicht bringen. Also wir brauchen keinen Deadpool-Film, weil der nicht so wirklich die Sachen widerspiegeln kann, die er widerspiegeln kann, wie die Vorlage dann ist. Und da hat man also eher mit einem so, ja, vorsichtigen Auge da drauf geguckt. Zum Glück für die Deadpool-Fans hat sich eben so herausgestellt, dass der Film zwar immer wieder angedacht ist, ja, jetzt haben wir das Drehbuch nochmal umgeschrieben, da haben wir den Regisseur drangeholt, den Schauspieler damit dazu genommen, ist einfach dann immer weiter nach hinten geschoben worden. Mitte der 2000er hat es nicht geklappt, Ende der 2010er oder der 2000er, der Nullerjahre hat es auch nicht so richtig funktioniert. Erst jetzt oder in den vergangenen Jahren ist man richtig reingekommen, und da haben wir das Glück gehabt, dass das Superheldenkino dann schon so weit gekommen ist, dass man alles Mögliche damit fast schon versucht hat. Ja, es gab ja die ganz ernsten dann Hits, wie zum Beispiel eben die Batman-Filme, die eher auf Ernsthaftigkeit und Düsterkeit gegangen sind. Oder du hattest welche, die ein bisschen lockerer und comedy-mäßiger waren, wie Guardians of the Galaxy, die auch richtig schön abgegangen sind an der Kinokasse. Und das war wohl einer der Faktoren, wo man bei den entsprechenden Filmfirmen, und in diesem Fall ist es Fox, 20th Century Fox, die Rechte daran haben, von Marvel damals gekauft, damit was zu machen gesehen haben, hey, vielleicht ist es uns möglich, ja, obwohl wir einen Film,
nicht auf PG-13, nicht mit dem 13er-Rating rausbringen, trotzdem genug Leute da haben, dass die reingehen und sich angucken, weil man einfach Alternativen klein wenig was probieren kann. Man muss nicht immer nur die gleiche weichgespülte, alles schön auf für 13-Jährige mindestens verträgliche Variante machen, damit man das möglichst breite Publikum streuen kann, sondern lass uns ein bisschen spitzer auf die Zuschauerschaft, auf die Audience rausgehen. Und das scheint wohl genauso hier mit Deadpool passiert zu sein. Im Chat wird kurz darüber geredet, wenn ich vom Batman spreche, spreche ich natürlich von den Christopher Nolan-Sachen, so Mitte der 2000er, weil die Tim Burton-Sachen, die waren übrigens damals auch relativ düster, ne? Die waren nicht nur für Kids geeignet, auch wenn Kids da reingegangen sind. Schaut es euch nochmal an und denkt mal, wie das 1990 da angekommen ist, mit den Danny Elfman-Sounds und Batman springt vom Dach und schmeißt den Joker dann in den dicken Bottich und alles rein und dann kommt der und sägt einem den, ja, ne? Das war auch damals schon hardcore, aber ich meine die Nolan-Sachen, die natürlich die dahingehen. Schaut mal zum Vergleich da an, wenn ich jetzt so davon spreche. Guardians of the Galaxy hat seine ganz eigene Stimmung gehabt, ein bisschen comedyhaft, Action und so weiter, aber war fast mehr schon Comedy als denn so klassischer, ernsthafter Superhelden-Action-Film, hat trotzdem alles vernünftig zusammengebracht. Die Nolan-Dinger oder zum Beispiel jetzt auch Batman vs. Superman oder Man of Steel, die dann hier Dings, wie heißt er nochmal? Der Regisseur, den ich nicht abstehe, den ich nicht aus, den ich nicht abkann. Wie hat das nochmal gedreht? Schreib's doch mal rein. Aber ihr wisst schon, der Typ, der Man of Steel gemacht hat, der Typ, der Batman vs. Superman macht, der den hier den, wie heißt denn den nochmal? Den Watchmen-Film gemacht hat, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. Ich hasse den Watchmen-Film. No? Der zum Beispiel geht auch auf diese eher semi-ernsthafte Nummer, alles soll düster aussehen. Zack Snyder, diese Arschbacke. Ey, lieber Joel Schumacher als Zack Snyder. Denn Zack Snyder hat einen guten Film gemacht, ja, und das war das Dawn of the Dead Remake, und alles danach war Käse. Alles danach war purer Käse, dass er irgendwie dann Slow Motion macht, wenn nicht Slow Motion sein soll, und das und das und das und das. Watchmen ist auch Käse. Ja, Watchmen hat seine guten Sachen, um da mal einen kleinen Exkurs zu machen. Den Watchmen-Kino, also ich mag die Watchmen-Geschichte sehr gerne als Comic, aber ich finde, der Kinofilm funktioniert nicht als Kinofilm, weil Zack Snyder keinen Film gedreht hat, sondern Zack Snyder einfach, weil er das Comicbuch, Comic so toll findet, das Comicbuch, das Buch, ja, stimmt, ja, weil er den Comic so gut findet, das Comicbuch so gut findet, hat er einfach versucht, jede Szene so nachzustellen, wie es akkurat eins zu eins geht. Aber du kannst eine Comicbuchstruktur nicht auf eine Filmstruktur dann rüber machen. Da hast du auf einmal 3 Stunden oder fast 4 Stunden mit dieser ganzen Kack-Bonus-Geschichte mit dem Piratenschiff und alles dann nochmal dabei, wo ich das kalte Kotzen kriege. Dann, ne? Also lieber mal einen richtigen Film draus gemacht hätten und nicht sklavisch nur drauf gucken, wie du. Nicht nur sklavisch drauf gucken, wie du jede Szene, die du dir ausgemalt hast, von dem Comicpanel auf dem Fernseher übertragen kannst. Es gibt eine Zeit für das, es gibt eine Zeit für das. Deshalb mag ich auch den ersten Harry Potter-Film nicht, ja, weil der erste Harry Potter-Film auch nur nichts anderes ist, als einfach eine Handvoll Szenen aus dem Buch nehmen und daraus eine Filmvariante zu machen. Er hat zwar die Stimmung gesetzt, er hat die richtigen Schauspieler gefunden und auch stimmungsmäßig alles gut, aber der Film selbst funktioniert als fucking Film nicht, weil er einfach Szenen aus dem Buch drangenommen worden und nicht geguckt wurde, ob das als Filmstruktur passt. Und ich bin immer pro, lass es einen guten Film sein und weniger akkurat möglichst jede Szene drin haben, sonst fangen die Leute an zu heulen. Oh, da war, bei Herr der Ringe war das ja schon so scheiße. Wo war denn Tom Bombadil? Oh Mann, ich hätte mich auch für 18 Stunden ins Gesicht. Fuck drauf. Ja, scheiß drauf. Gib mir einen Film, der als guter Film funktioniert und nicht einfach nur, weil die Buchvorlage da ist. Das mal. Okay, aber das. Ihr musstet jetzt anfangen mit Zack Snyder. Okay, 300 war auch noch ganz gut von Zack Snyder, aber auch kein perfekter Film. Auch kein perfekter. Der einzig richtig gute ist Dawn of the Dead. Ansonsten hat Zack Snyder nichts wirklich richtig Gutes da angestellt. Visuell immer ganz nette Sachen. Ich hatte auch nichts gegen Man of Steel so richtig, aber ein guter Film ist es mit Abstand nicht. Gehen wir wieder zurück zu Deadpool, denn da hat Zack Snyder zum Glück nicht mit was zu tun gehabt, sondern Deadpool, so wie er zusammengekommen ist, hat anscheinend das Glück gehabt, eben, dass man ein bisschen offener bei den Studios gewesen ist, wie man so einen Superheldenfilm designen kann und Deadpool wohl das, was die Comicfigur ausmacht, auch auf der Leinwand hat machen lassen. Und der Film hat, glaube ich, nochmal extra einen Bonus davon bekommen. Es gab so eine sehr frühe, ja, Miniszene aus dem Film, die gerade noch im Machen war, wo die Leute gerade am Drehen und sowas waren. Das wurde bei einer Comic-Con gezeigt. Und da hieß es, oh, wir haben jetzt, der ist noch gerade in Entwicklung, aber wir haben eine kurze Szene, die wir auch zeigen können. Aber ihr dürft bitte nicht aufnehmen, sondern das ist ein exklusives Geschenk für die Leute, die hier sind. Dann könnt ihr mal drauf gucken.
Und dieser Trailer oder diese kleine Miniszene, die Deadpool auf der Autobahn zeigt, wie er so ein bisschen so Sprüche klopft und das und so weiter macht, ist richtig abgegangen. Ja, im Internet alle, oh, guck mal, wie geil das ist, ey, auch wenn die Effekte noch nicht da sind, aber wenn der Film so wird, das wird ja richtig super, das ist richtig viral gegangen. Und das muss auch eine der Entscheidungen gewesen sein, wo die gesagt haben, okay, wenn die so abgehen im Internet und das gerade da ist, dann vielleicht haben wir ja da tatsächlich was. Und das spiegelt sich auch wirklich im Film wider. Die Grundgeschichte des Films, und ich möchte da inhaltlich nicht so wirklich daran gehen, auch der Film ist jetzt strukturell, das ist was, glaube ich, Kritiker dem Film ein bisschen anmerken, das ist jetzt nichts, was über einen in Anführungsstrichen normalen Superhelden-Origin-Film hinausgeht, aber er zeigt, wie, auch wenn sich Deadpool nicht persönlich als Superheld dann bezeichnen würde, aber der Film zeigt eben, wie aus der Person Wade Wilson Deadpool wird und dann auch Deadpool bleibt, wie seine Entstehungsgeschichte war, wie er gerade gegen aktuelle Gegner und so weiter kämpft oder Bösewichte sich dann widersetzt. Also strukturell ist da nicht wohl viel anderes, aber dieser Film hat wirklich sehr viel, lass uns mal ein bisschen hochgestochen sein, ne? Esprit, Leben, Aufwand steckt da drin. Also ich habe gestern sehr, sehr viel Spaß bei dem Film gehabt, weil er eben sich persönlich nicht richtig ernst genommen hat, aber ernst genug gegenüber den Charakteren. Es gibt ein paar Momente, wo dann Deadpool oder Wade Wilson oder im Speziellen Ryan Reynolds, über den ich gleich nochmal ein bisschen spreche, dann so auch, so, wo man merkt, dass die Fassade, die er als Charakter Deadpool oder als Wade Wilson nach außen gekehrt hat, die Figur, wo die ein bisschen bröckelt und er dann ernsthafte Momente hat, wenn es um die Krebserkrankungen und alles da geht. Aber der hat so ein richtig, wirklich lebendiges Gefühl und hat sich fast schon mehr wie so eine Action-Comedy angefühlt, mit sogar an vernünftigen Stellen, wo du Sprüche machen kannst. Also es haben ja schon viele Filme versucht, gerade im Superheldenlager, das mal ein bisschen lockerer, mal ein bisschen lebhafter auszusehen. Nimm mal die Fantastic Four-Filme aus den 2000ern. Nicht der vom letzten Jahr, der nochmal tausendmal schlimmer gewesen ist, aber diese Fantastic Four-Dinger, das waren keine besonders guten Filme, haben es aber versucht, ein bisschen so durch Sprüche klopfen, durch ein bisschen, ja, lass doch mal richtig so zeigen, wie die eine richtige Gruppe sind und das dazu machen, so ein bisschen lebhafter wirken zu lassen. Aber es wirkte für mich als Kinozuschauer immer so ein bisschen gewollt und forciert. Und Deadpool hingegen ist so ein richtiges Staccato an wirklich One-Linern, an kleinen Gags, visuelle Sachen, selbst referenzielle Sachen mit dabei, Fourth Wall Breaking. Es gibt mehr als genug Szenen, wo sich Deadpool dann zum hier dann von der Szene abdreht und dann geht er dann hier hin. Aber Zuschauer, lass mich doch mal kurz was sagen und sagen die anderen, mit wem redest du? Ach, lass mich das hier kurz fertig machen. Und der Film hat eine richtig gute Struktur, eine richtig gute Abwechslung. Also es gab viele Szenen, wo die Zuschauer einfach mal richtig schallend gelacht haben im Kino, was einfach daran liegt, dass der gut seine Comedy und seine Art Humor rübergebracht hat. Ich kann verstehen, warum vielleicht einige Leute den auch ein bisschen juvenil, ein bisschen zu, ja, oder so finden, der Humor ist vielleicht ein bisschen zu kindlich in Anführungsstrichen und alles so ein bisschen auf Pipi-Kaka-Witze, haha, aber das ist der Charakter und von Deadpool, so wie ich ihn mitbekommen habe. Und es funktioniert innerhalb des Films auch ganz gut. Ryan Reynolds ist eben jemand, der auch, glaube ich, immer schon gewollt hat, in Richtung Deadpool quasi den Charakter darzustellen. Und wenn Ryan Reynolds ein Superheldenfilm gewesen ist, die meiste Zeit hat er ja auch ein bisschen, das ist ja so ein Sprücheklopfer, ne? Da kommt das so ein bisschen heraus. Das hat man ja schon bei Blade 3 zum Beispiel gesehen, wo er ja auch dann einen der Kollegen in Anführungsstrichen von Blade gespielt hat. Und da war es auch einfach nur zack, 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 ein Spruch nach dem anderen. Ich habe so ein Making-of damals gesehen von Blade 3. Da haben sie so eine Autofahrtszene gezeigt, wo dann Wesley Snipes als Blade am Steuer, oder ich glaube, saß am Steuer, zumindest sitzen die zusammen im Auto, und auf der anderen Seite ist Ryan Reynolds mit seinem Charakter. Und der ganze Gag dahinter war, dass eben Blade, der verzieht ja keine Miene, der lacht ja nicht meistens oder so weiter, sondern ist dann eher der dann alles abbekommt. Und da haben sie einfach gezeigt, wie der gefreestylt hat. Der Ryan Reynolds hat einen Spruch nach dem anderen rausgehauen. Manche haben geklappt, manche haben nicht geklappt und so weiter. Aber daraus hat man dann die finale Szene genommen. Das war nicht alles eben so pur hierhin gescriptet und da gemacht. Also man weiß, dass Ryan Reynolds einfach wirklich auch so dieses Talent hat. Na, und ich will jetzt nicht sagen, dass er sich die Gags hier ausgedacht hat. Man merkt auch gut bei Deadpool, dass da einfach ein sehr, sehr tightes und sehr wirklich auf den Punkt geschriebenes Skript mit dabei war, aber die Lebhaftigkeit hatten Ryan Reynolds, um den Charakter Deadpool mit dem Aussehen unter der Maske oder auch als Wade Wilson noch von der Maske heraus. Er hat die Körpersprache, er hat die Gewitztheit, er hat das Tempo sozusagen, um die Figur vernünftig darzustellen. Und wenn man ihm dieses Ding wegnimmt, na, wenn man diese Lebhaftigkeit rausnimmt, dann funktioniert es auch nicht so richtig. Das hat man vielleicht bei eben, wie ist der nochmal, Green Lantern, ne?
Ich habe nur ein bisschen was von dem gesehen. Ich habe es nicht ausgehalten, den abgeschaltet nach einiger Zeit. Da hat man ja auch versucht, Ryan Reynolds als Green Lantern zu einem Superhelden zu machen, mit einem computeranimierten Anzug und alles. Hat ja überhaupt nicht geklappt, so wie ich es mitbekommen habe. Ich habe es eben nicht ausgehalten, gleich ausgeschaltet. Weiß ich also nicht, ob der dann wirklich so seine Spritzigkeit dann noch erhalten hat. Aber ich habe immer das Gefühl, die haben versucht, ein bisschen was anderes aus diesem Film zu machen. Ne? Übrigens, da gibt es auch eine schöne Spitze gegenüber den Green Lantern-Filmen bei Deadpool, wo es einfach mal als kleiner Sprachgag damit drin verbaut wurde. Oder Deadpool als Charakter, Ryan Reynolds hat ihn ja schon mal dargestellt, ne? Also korrigiert mich, wenn ich mich da irre, weil ich habe den Film nicht gesehen, X-Men Origins. Da gab es ja den ersten Solo-X-Men-Film mit Hugh Jackman, der in Japan gespielt hat und so weiter. Den wollte ich mir nicht angucken, ja, weil ich weiß, dass also nachdem die ersten zwei X-Men-Filme dann da waren, und ich mag Hugh Jackman sehr als Wolverine, aber die Solo-Filme, schlecht geschriebene Dinger, funktioniert nicht so, habe ich mir nicht angeguckt. Da hat man ja schon anscheinend den Charakter des Deadpools mit drin gehabt. Und auch Ryan Reynolds hat ihn dargestellt, aber Ryan Reynolds, ein auch sehr schwer auszusprechender Name, hat da nicht die Sorgfalt und die Pflege in das Skript bekommen oder nicht die vernünftigen Vorlagen, damit sich ausleben zu können. Und anscheinend haben die Deadpool dann irgendwann in dem X-Men Origins-Film einfach mal den Mund zugenäht. Die haben einfach mal gesagt, okay, jetzt verwandelt er sich oder jetzt wird er von Wade Wilson zu Deadpool oder was auch immer da passiert ist. Und irgendwie das Wichtigste bei ihm ist einfach, dass er einen Spruch nach dem anderen klopft, weggenäht. Die ganze Sprüche klopfe ich. Aber wer macht denn sowas? Wer näht denn Deadpool den Mund zu? Was ist denn das für ein Quatsch? Sowas macht man ja nicht. Ja? Und trotz dieser Darstellung, oder trotz, obwohl schon Ryan Reynolds da schon als Deadpool genommen wurde, wo es versucht wurde, wie der Film da rausgekommen ist, und das höre ich dann von Deadpool-Fans oder Leute, die mit der Figur vertraut sind, die sagen, hey, dieser Film, der trifft wirklich das, was Deadpool ausmacht, mit der Geschwindigkeit, wie die Sprüche rausgehauen werden, mit wirklich der Referenzen, und ey, das ist ein Film, den kann man sich gefühlt vier oder fünfmal angucken fast schon. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt nochmal ins Kino gehe, aber es kann durchaus gut sein, weil ich werde wahrscheinlich mir den zumindest einmal nochmal auf Englisch angucken. Ich sage gleich kurz was zur deutschen Synchro. Da gibt es einige Sachen, die man beim ersten Ansehen vielleicht verpasst, ob es ein kleiner visueller Gag ist oder ob es ein Spruch ist, der untergegangen ist, weil die Leute dann gelacht haben. Die sind reif dafür, einfach wirklich nochmal genauer hinzuschauen, genauer hinzuhören und viel zu entdecken, weil die einfach vollgestopft sind und mit der richtigen Art von Sachen vollgestopft. Ne? Nicht mit der Star Wars von George Lucas Art vollgestopft, weil der hat einfach nur, das ist mein Bildschirm. Da kommt was rein, da kommt was rein, da kommt was rein. Oh, und dann ist einfach nur ein Mischmasch an Zeug und Referenzen und Zitaten. Es funktioniert nicht bei den Star Wars Prequels. Hier hast du wirklich das Gefühl, ja, da finde ich was, da finde ich was, da finde ich was. Und da habe ich auf jeden Fall Bock, den nochmal zu schauen. Im Film auch selber, du hast eine Handvoll natürlich Rollen außerhalb von Ryan Reynolds. Wie schon erwähnt, ich will nicht wirklich spoilermäßig da reingehen, weil das kann man sich selbst gerne angucken und es bringt da nicht so viel, wenn man da reingeht. Wer mir persönlich auch ziemlich cool gefallen hat, auch wenn es eine CGI-Kreation war, aber da sind wohl viele verschiedene Schauspieler reingegangen. Ein paar X-Men sind dabei, Colossus, der große Metallhühne-Metallheld, und der war schon fast wie so ein bisschen der liebe große Metallbär. Ja, also Deadpool ist natürlich ein Mutierter, ein Mutant, ein Superheld in Anführungsstrichen, aber nicht offiziell. Da wird er natürlich von den X-Men, die haben den im Auge, dass er vielleicht rekrutiert wird, aber der hat nicht so viel Bock drauf. Gibt es immerhin zwei X-Men, die in dem Film auftauchen. Das ist A, Colossus, und B, Negasonic Teenage Warhead heißt sie. Wobei, ich kenne nur den Song von Monster Magnet, also danach ist sie wohl benannt. Eine Nachwuchs-X-Men, die irgendwie so Energiewellen ausstrahlen kann oder alles verbrennen lassen kann. Also ich kenne mich mit dem Charakter nicht wirklich da aus. Den fand ich sehr cool, den Kolossus, weil der kommt da immer so an und, ach ja, hey, du Deadpool, kommst du mit uns mit, damit du wirst auch eine X-Men. Also jetzt sehr übertrieben dargestellt, aber das Miteinanderspiel zwischen Colossus und Deadpool, das war ziemlich funny und ziemlich cool. Und da spricht vor allem auch die deutsche Synchro an. Ich habe den jetzt auf Deutsch geguckt, auf Englisch war der leider überall ausverkauft kurzfristig. Ich werde mir noch auf Englisch angucken. Die deutsche Synchro war okay, hat ein paar Sachen, also die ist an sich gut gemacht, ne? Und die Wortwitze funktionieren zum Teil da auch. Man merkt an einigen Stellen aber, dass da gegenüber dem Original, was bei einem Film, der so ganz konkret
auf Wortwitz gebaut wird und auf ganz genau, wie dann die Lines delivered werden, wie Ryan Reynolds und die anderen Leute dann quasi ihre Sprüche rüberbringen. Man hat versucht, das da mitzunehmen, aber es gibt einige Sachen, die für mich gefühlt, bin ich mir ziemlich sicher, auf Englisch besser funktioniert haben, weil die konkreter am Witz dran sind und einfach mit der Delivery dann besser funktionieren. Was mir in der deutschen Synchro am besten gefallen hat, war tatsächlich Colossus, der so einen dicken, wirklich fast comedyartigen, breiten russischen Akzent hat. Und dann, ah, da bist du Deadpool. Kann ich, kommst du mal her, Deadpool. Ja, und das haben sie gut getroffen. Also ohne die Figur auch groß zu kennen, der war ja bei ein paar der X-Men-Filme vorher dabei, aber ich glaube nie so dargestellt, wie man es hier im Deadpool-Film hatte. Die haben ein paar gute Momente miteinander. Und auch Negasonic Teenage Warhead im Chat wird gerade erwähnt, in den Comics hatte sie nur telepathische Fähigkeiten, die hat also ein paar neue Fähigkeiten mit dazu bekommen. Die stellen sich in ihrem kleinen Konglomerat, in ihrer kleinen Gruppe, dann den Bösewichten. Primär geht es in dem Film hauptsächlich darum, eben wie aus Wade Wilson Deadpool wird und um die Leute, die ihn zu Deadpool gemacht haben. Und ansonsten ist da eben ein großes Ensemble dabei an Schauspielern, die kurze Auftritte haben, die größere Auftritte haben. Ich habe sehr gelacht über Stan Lee, ja, der sich ja eh in jeden Marvel-Film oder Marvel-relatierten Film einbauen lässt. Ich will nicht sagen, was sein Cameo diesmal war, aber es passt. Es passt dazu, dass er in dieser Figur reinkommt. Ah, auch hier, Kollege Ise, da wendet gerade. Stimmt, Zangief, wie bei dem. Der Zangief aus dem Street Fighter-Film ist da vielleicht der beste Vergleich zu Colossus. Auch wenn Colossus nicht ganz so blöd ist wie Zangief. Aber hat er irgendwie so ein bisschen so dieses Gefühl rübergebracht. Welche Leute hast du auch noch mit dabei? Als Angebetete, als Frau in Spe von Wade Wilson war, ich weiß nicht, wie ihr Charakter heißt, aber die Schauspielerin Morena Baccarin oder Baccarin kannte ich von Firefly unter anderem und die hat ja auch in diversen anderen Serien noch mitgespielt, wie V, die Außerirdischen kommen, die Neuauflage zum Beispiel und etliche andere Sachen ist sie mit dabei gewesen. Macht auch keine schlechte Figur mit dabei, hat natürlich eher die kleinere Rolle gegenüber dann Ryan Reynolds und Wade Wilson und alles. Und oh, wer auch cool war, wie hieß er nochmal? Bupinder? Ein Taxifahrer, ein indischer Taxifahrer. Mehr will ich auch nicht dazu sagen, weil das auch einige der lustigsten Gags innerhalb des Spiels, sage ich schon, innerhalb des Filmes sind. Ja, im Chat wird gerade erwähnt, bei Gotham hat sie mitgemacht und bei Stargate, das kann natürlich auch sein. Ne? Bei Gotham mit dabei. Gotham habe ich nicht geguckt, da interessiere ich mich nicht wirklich dann dafür. Was ich sagen will, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr Interesse an Superheldenfilmen habt und das Gefühl habt, dass in der letzten Zeit, es kommen so viele Sachen raus und dass da schon gewisse Ermüdungserscheinungen mit dabei sind. Es waren jetzt die Trailer dabei vor dem Film von Batman vs. Superman, Dawn of Justice, der eh, ich habe zwar Bock drauf, aber der Trailer hat schon alles verraten, worauf man sich freut. Alles, ausnahmsweise. Das ist Kacke. Aber da waren auch Trailer dabei, zum Beispiel für den nächsten Captain America-Film. Also Civil War, was ja quasi auch eigentlich ein verkappter Avengers-Film drauf ist, da habe ich schon Bock drauf, aber das sind so Sachen, die hat man schon gesehen. Ne? So gut und so fein die so designt wurden, man kennt es schon, was man da rausbekommt und da entstehen einfach Ermüdungserscheinungen. Egal wie gut das Produkt ist, denkst du, okay, ich habe schon den ernsthaften Superheldenfilm gesehen, tausendmal, ich habe schon den etwas abenteuerlustigeren, vielleicht sogar Comedy-artigen dann gesehen. Mit was wirst du mich noch überraschen? Aber Deadpool als Figur und auch als Film hat seine eigene Stimme und wirkt so frisch und so anders, dass man das Gefühl hat, ja, hey, Superheld bedeutet nicht die Schublade oder die Schublade, sondern Superheld als Oberbegriff im Kino kann bedeuten, dass du je nach Figur, je nach Charakter, den du nimmst, je nach Geschichte, die du erzählen willst, einfach dich weit ausfächern kannst. Ne? Und das ist einfach ein Comedy-Film, eine Liebesgeschichte und einfach ein wirklich gutes Stück Unterhaltungskino. Ich habe aus meinem professionellen Umfeld, in Anführungsstrichen, also von den Kollegen bei Rocket Beans gehört, dass er auch einigermaßen gut angekommen sind. Einige Leute hatten dran anzumerken, zu sagen, ah, ich hätte noch mal mehr Bock gehabt, dass der ein bisschen weitergegangen wäre. Da hätte man noch mehr mit Splatter und Sex und sowas hier machen können. Das ist ja auch so bezeichnend. In Amerika war das ein R-Rated-Film, also ab 17. In Deutschland, obwohl da ein einigermaßen großen Splatter-Gehalt, also da sieht man schon, dass da Körperteile abgesäbelt werden und schön Blut und alles mit dabei ist und durchaus Brutalität mit gebrochenen Knochen und sowas werden da Gags gemacht oder mit abgetrennten Händen. Der ist ab 16. Der ist ab 16 erlaubt. Und ich hätte, für mein Gefühl hätte ich gedacht, dass der wahrscheinlich eher ab 18 ist, aber sowas geht hier durch.
Ne? Sowas geht hier durch in Deutschland und da kräht kein Hahn mehr. Hier mal eine Brust gezeigt, da mal ein Schlong, der ins Bild gehalten wird, dezent. Das ist ab 16, das ist nichts Besonderes daraus. Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Also, die Leute, die sich mehr Splatter und mehr Hardcore-Action oder sonst was da wünschen. Also ich fand, der Film hat sich schon mehr als genug dann erlaubt, sozusagen, ohne dann nochmal Effekte wie bei Braindead oder sowas dann mit drin zu haben. Das ist ja kein Hardcore-Zombie-Ultra-Splatter-Film oder sowas. Ich habe es schon gesagt, ich bin kein Fan von Splatter. Ich finde es okay, wenn es innerhalb der Geschichte vernünftig passt oder irgendwie vom Film her dann vernünftig verbaut wird. Aber Splatter um des Splatter-Willens, nur damit man zeigen kann, wie die Effekte sind, wie es explodiert, wie es auseinandergeht, das muss ich persönlich nicht haben. Ja, und ich fand eigentlich, dass da, wo wir gerade waren, mit den Gags, die mit den Splatter Geschichten gemacht wurden oder das, was erzählt werden soll. Das war okay. Das hat gut gepasst. Ich hätte nicht mehr gehofft. Vielleicht wäre es sogar negativ mir gegenüber umgeschlagen. Und ich musste auch nicht noch mehr Titten oder dies und jenes alles sehen. Da gibt es ja mehr als genug andere Alternativen, die man sich angucken kann. Und alleine die Tatsache, dass ein hochpreisig produzierter, ein mit 50, 60 Millionen Dollar Budget ausgestatteter Hollywood-Kinofilm so ein Grad an solchen Sachen drin hat, ohne dass es überbordend und falsch und irgendwie komisch wirkt und daneben, das ist auch für eine Kunst an sich. Und klar, man könnte mehr daraus machen, man könnte da an der Schraube drehen, man könnte vielleicht nochmal an den Gags da dran gehen, aber ich hatte gestern nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mir das Manko und das Manko und das Manko im Kino da rausgesucht habe, sondern ich hatte einfach Spaß, ich habe gelacht. Ich habe mir gedacht, guck's dir vielleicht dann nochmal an und dann auf Englisch, damit die passable deutsche Synchro vielleicht nicht alles mitbekommen habe. Aber ansonsten, es ist ein guter Film, er macht Spaß und selbst wenn ihr nicht die Figur Deadpool kennt, man muss kein Comic-Fan sein, um an der Figur und an diesem Film Spaß zu haben. Und ich hoffe, dass da die vernünftigen Lehren bei Hollywood rausgezogen werden, dass man jetzt, es sollen jetzt keine Deadpool-Kopien oder jetzt der nächste Comic-Superheld, das wird auch jetzt, bricht die vierte Wand und dann redet er mit den Zuschauern und zeigt Splatter und zeigt Sex und macht dann Gags und so weiter. Es muss der Figur her passen, von der Figur her passen. Deshalb haben sich die Leute gefreut, nachdem Nolan-Batman-Filmen sowas wie Avengers kam, was einfach mal wieder eine leichte oder ein ziemlich anderes geschmäcklerisches Ding war und trotzdem die Leute richtig abgegangen sind. Deshalb haben sich die Leute nach Avengers gefreut, dass Guardians of the Galaxy kam, was wieder in eine andere Richtung gegangen ist. Und jetzt freuen wir uns, dass nach Guardians of the Galaxy sowas wie Deadpool kommt, was nochmal was anderes gespielt. Wenn ihr in Hollywood das Superhelden-Film-Genre aufrechterhalten wollt, es kommen so viele in den nächsten Jahren, irgendwie ein halbes Dutzend mindestens an hochpreisig produzierten Super-Duper-Action-Filmen pro Jahr. Wir sind ja zugeschissen bis ins Jahr 2022, 23 damit. Die dürfen nicht alle gleich sein, weil ansonsten werden aus Superheldenfilmen wird Assassin's Creed, wo die Leute sagen, ja, das sind ja tolle Spiele und schön, aber lass mal stecken. Ich hab schon, ist schon gut. Es reicht. Ne? Und damit wollen wir eigentlich, also das wird für die Studios dann scheiße sein, da wollen sie nicht zu dem Punkt kommen. Und als Zuschauer ist es scheiße, weil wir nicht die gleiche Soße immer vorgespielt bekommen möchten. Sucht euch die richtigen Charaktere und sucht die richtige Geschichte und die richtige Art, wie ihr diese Geschichte dann erzählen wollt. Bei Deadpool funktioniert es und für mich auf jeden Fall schon einer der Top-Filme des Jahres und ich hatte sehr viel Spaß.